Hallo meine Freunde, lieben Zuschauer, willkommen zurück zu King of Retail. Wir haben letztes Mal was bestellt. Unsere beiden Mitarbeiter waren auf Schulung. Wir haben hier unsere Räumlichkeiten etwas ausgebaut und können hier zum Beispiel auch, Moment, was können wir hier machen? Fassade ändern. Fassade anpassen, zum Beispiel. Da können wir den Zeichentyp hier ändern. So, kantig oder rund. Hab's gern rund. Das Blaue können wir hier wahrscheinlich auch ändern. Aber blau sieht ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen heller. So. Hier oben können wir die Farbe, denke ich, auch ändern. Machen wir mal blau so. Nein, geht nicht. Versuchen wir mal hier die Zeichenfarbe ändern. So mal aus vom Blau. Ah, Hauptfarben. Gehen wir hier drauf. Hauptfarben. Und blau. Bleibt wohl bei Blau. Alles, was weiß ist. Mal gucken, ob wir auch ein Blau hinkriegen. Ah ja. Ja, sieht doch ganz gut aus. Kaufen brauchen wir es nicht. Einfach nur akzeptieren. Dann haben wir Fassade bewegen. Ah, kann man hier bewegen. Rechts, links. Was haben wir noch? Wände wechseln. Grundriss bearbeiten. Wände wechseln. Zur Wand wechseln. Neue Wand hinzufügen. Wand entfernen. Ah, das geht auch. Sehr wunderbar. Was ist hier mit Fassade anpassen? Nee, das haben wir ja. Das haben wir doch schon. Ja. Fassadentyp auswählen. Ah, da können wir den ganzen laden. So haben wir den kleinen, so haben wir den großen. Würde sagen, wir lassen erst noch den kleinen. Also groß sind wir da wirklich nicht. Hier groß angeben müssen. Uno momento, ich muss mal eben wieder mein Timer einstellen. So. Dann wollen wir mal loslegen. Na, komm jetzt. Auf geht's zu unserem Laden. Hoffentlich kommen unsere Mitarbeiter auch. Mal sehen, wie der Laden jetzt läuft. Viel Geld haben wir ja nicht. Wir müssen unbedingt was einnehmen. Naja, gut, wenn man jetzt so reinkommt. Ich kann jetzt schon mal die Kasse einschalten. Kasse anmachen für Kunden. Mal sehen, ob der Lieferant noch kommt. Ah, da ist er ja. Unser Karl ist wieder da. Und unsere Mitarbeiter kommen meistens von links. Ja, ich sehe es schon, beide. Beide kommen hinten an. Ja. Kalli, pack mal schön voll, ja. Wie? Der andere bleibt leer. Gut. Wollen wir schon mal auspacken. Ganz schöne Schufterei hier. Ist ja wie bei DHL hier. So, zack. Normale Geschwindigkeit. Wie viel haben wir auf Lager? Ach, da passt noch mal rein. 128. Jetzt haben wir wieder ein paar Schuhe. Und Oberteile. Ne? Aha, Ralf ist im Einsatz. Wo ist Ronja? Ronja ist auch schon da. Sehr gut. Dann kann ich ja in der Zwischenzeit ein paar Schuhe mal auffüllen hier. Ja. So, einmal so. Dann wischen wir das weg. Schuhe wieder. Schuhe. Wir müssen wieder das Excuse reinpacken. me. Unsere Hey. schönen. Ja, Ronja kommt zu Ihnen. Okay. Dann nehmen wir die Weißen erstmal. So, zack. Nochmal schön voll hier.
wunderbar. Da haben wir ja ein bisschen was zur Auswahl. Die Kasse klingelt. Immer gerne, wenn es klingelt. In Sachen Wiederbeschaffung. Was willst du ran, ja? Kümmere dich um die Kunden, bitte. Na? Aha, das haben wir gar nicht bestellt hier. Oder haben wir noch nicht ausgepackt? Wahrscheinlich noch nicht ausgepackt, ne? Wischen wir auch erstmal weg. Nehmen wir hier blau, weiß, rot und grün. So. Excuse me. Ronja, hier ist ein Kunde. Kümmere dich mal drum. Komm her, ich gehe so lange hier. Verwenden. Ja. Die Öko-Freaks. Okay. Die Ökos. Die mögen auch ein bisschen Technik, oder? Eins mit der Natur. Aber ja. Titel einfügen. Aha. Da muss der Chef persönlich ran hier. Kann man sich auch einen Kaffee nehmen? An den Raum ein bisschen, wenn wir mal Kohle haben, ein bisschen ausgestalten hier. Ein bisschen gemütlicher machen. Hey, can you help me? Thank you. Unsere Mitarbeiter. Bis jetzt haben wir Platz für 4 Mitarbeiter. Wir haben nur einen Computer. Zur Not können wir ja noch einen an die andere Seite hinstellen. Aha, ich muss aufhören. Karl macht Pause, ich muss an die Kasse. Hey, have a minute. Und befühlt ihr euch? Statistiken. Start, Kalender, Vertrag, Bild zum Mitarbeiter. Mitarbeiterinfo. Da haben wir ja. Artikel verwalten. Oh, ein bisschen nehmen wir schon mehr ein als sonst. Hi, spare 2 seconds. Meine Mitarbeiter kommen gleich aus der Pause. Kasse geht vor. Ja, da kommen sie ja schon wieder. Komm, Ralf, ran in die Kasse. Jawohl. Wie sieht's denn aus draußen? Darf ich Sie beraten? Oberteile, wir haben wunderbare Schuhe. Was halten Sie davon? Na komm. Bisschen Freude. Na komm, Hände schütteln. Thanks. Bitte, bitte. Und Sie? Ja. Komm her. Oberteile. Junge, was wollt ihr mal mit Oberteile? Schuhe müsst ihr kaufen. So, komm noch einmal. Und jetzt hier. Ei, anspruchsvoller Mensch. Ah, wie sieht unser Laden denn aus von außen? Da kann ich mal schlecht aus, oder? Ich stürme in den Laden förmlich hier heute. Ah ja. Ja, bitte. Ein Schuh. Leute. Ja, da muss reichen jetzt hier. Oh, die Freude ist schon wieder weg. Ja, komm, jetzt Hände schütteln. Ah, knapp daneben. Na gut. Aber ich guck mal am Lager. Wie sieht's am Lager aus? 147, muss man gucken, wo ich irgendwo. Kasse klingelt, aber nichts zum Nachladen hier. Ach, komisch. Wie sieht's denn aus? Na gut, mehr haben wir eben nicht davon. Thanks. Schuhe. Ah, hier können wir wieder mal nachladen. Wie sieht's hier mit aus? Schuhe. Die blauen hier mit rein.
Spezieras. Schuhe. Nochmal die blauen. Na bitte. Gut. Können wir auch noch was nachlegen? Nein. Hier nicht. Hier. Hier auch nicht. Hauptlager. 127, also 100, 170. Aber das andere war ja leer. Ja. Kann man trotzdem für 240 kaufen, wenn wir wollen. Haben wir die Schwarzen überhaupt hier? Wofür wir Angebot machen? Ja, die haben wir ja mehr oder weniger da hinten. Nur nicht in Schwarz. Aber egal. Werden wir uns auch noch drum kümmern. Bei Zeiten. So, unser Laden. Können wir ruhig ein bisschen größer machen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Ah, schon wieder Feierabend, ja? Gut, dann mache ich die Kasse zu. Mache ich die Kasse zu und wir gehen nach Hause. Und Darlehen frisst natürlich wieder. Haben wir ja noch Darlehen. Bank 600.000 müssen wir noch bezahlen. E-Mail 2 Stück. Touristen in der Stadt. Herr Ralf möchte auch mehr Stundenlohn haben. Und alle mehr Lohn haben immer. Bevor die mehr krank werden. Bestellung. Wie teuer war denn die abgespeicherte Bestellung? Gespeicherte Bestellung. Schuhe. Hinzufügen. Und dann hatten wir noch Hemden. Hinzufügen. Immer bestellen. Dann haben wir noch 583. Naja, ist nicht toll. Wir können erstmal gar nicht viel machen. Gut. Am Dienstag ein neuer Tag. Da muss gleich unser Lieferant um die Ecke kommen. Ah, da ist Kalimann schon wieder. Warum fährt er nicht mit dem Auto vor? Muss ich ganz schön abmühen hier. Na, Kumpel. Für wen arbeitest du? Für mich jetzt, ne? Ja, danke. Mach schön voll. So wie immer. So, dann wollen wir mal auspacken. Und gehen wir mit etwas mehr Arbeitstempo hier. Jawohl. Sehr gut. Noch 70, dann wäre es voll gewesen. So, schauen wir mal. Nein. Habe ich nicht dieselben gestellt? Sehr eigenartig. Hier auch nicht. Sieht's hier aus? Ah ja. Haben wir auch noch rosa Schuhe? Sieht nicht ganz so aus, ne? Machen wir die rosa weg. Hey, a little help. Mal hier. Rosa habe ich gesagt, weg. Machen wir so. Wie sieht's hier aus? Thanks. Also erstmal so probieren. Ah, geht doch. Sieht hier aus? Nein. Haben wir nicht bestellt.
Warte mal, die Roten. Sind die Roten schon ausverkauft oder was? Rot und Grau. Rot. Das weg. Thanks. Oberteile. Und hier die 20er. Die hier. So. Laden muss brummen. So zieh auch nichts. Wenn wir alles dann wegmachen hier, Oberteile. Dann haben wir jetzt Sportklamotten. Excuse me. So, nehmen wir noch die roten. Mal bitte nachfüllen. Gut, wie sieht's hier aus? Auch mal so. Thanks. Oberzeile. 15 hier. Gut. Aha, Ralf macht wieder Pause. Muss ich ran. Also mager. Hat wahrscheinlich falsch investiert hier. Und ich muss noch jemanden einstellen. Ich stelle erstmal nichts nach. Ah, die beiden, die kommen gar nicht mehr von der Stelle. Können sie gar nicht mehr trennen. Aber stehen die Stände doch gar nicht so dicht beieinander. Ah, sprudelt die Kasse. Ah, meine Angestellte kommt gleich zu Ihnen. In 10 Sekunden ist sie hier. Ah, da kommen sie ja schon wieder. So. Wolf, verrichte deines Amtes. Irgendjemand persönliche Beratung? Vom Chef persönlich? Nein. Was haben wir überhaupt für Leute, die ja zu mir kommen? Ökos, Bauern, Arbeiter, Oberteile? Nein, junge Schuhe. Naja. Oh yeah. Das sind Prozente. Höchst davon. Anschlag. Na. Fast geklappt. Oh, ist die Wetterlage? Ja, immer schön. Sonnig. Ach, jetzt habe ich auf Oberteile geklickt. Ja, gut. Dann gibt es halt mal Oberteile. So, so. Hast du dir doch gewünscht, oder? Excuse me. Ja. Hat dich ganz gereicht. Um mich ganz zufrieden zu stellen. Wie sieht's aus? Schon einiges weg. Krasse Schlingeln. Ich hatte das Gefühl, wir kommen mal verkauft hier. Excuse me. Kaufen die alle nur einen Teil? Excuse me. Mal, mal Sammelverkauf machen hier. Ein ganzes Regal im Sonderangebot. Was mit rosa Schuhe? Gibt's hier nicht mehr? Wahrscheinlich nicht. Ah. Wo sind denn die rosa jetzt hier? Grün, gelb, weiß. Hi. Spare 2 seconds. Muss ich die wegnehmen? Hey. Schuhe. Hey. Immer noch. Noch ein paar grüne. So. Oh, jetzt geht's aber. Es wird hektisch hier. Nein, ich will keine Kundenberatung machen. Komm her. Thanks. Wieder nichts da. Was haben wir denn hier? Oberteile haben wir ja dran.
Okay, nehme ich den weißen, den blauen. Fertig. Hey, got a second? Hey, have a minute? Ja, ist richtig Arbeit. Okay, gehen wir mal wieder auf Lager gucken. Was haben wir denn schon weg? Ralf geht nach Hause. Die Arbeitsbedingungen sind lächerlich. Ah, gut. Jetzt ist Ralf. Ralf geht einfach nach Hause. Ach, der ist schon knurrig, weil er nicht bezahlt und sein Geld loswerden darf hier. Wo ist Sonja? Sonja ist noch da? Gut. So, sind die Arbeitsbedingungen so schlecht? 3 Stunden Arbeit, 1 Stunde Pause. Warum gibt es denn sowas her? Ja. Andere würden die viel länger arbeiten lassen. Na gut, ab nach Hause. Dann braucht der Blatt noch. Dann braucht er wirklich eine Lohnerhöhung. Da geht's dann besser. Naja, Vogel. Ralf, Mann. Ist ein guter Mann. Ehrlich. Beschwerst dich immer hier. Was ist denn Gehalt? Gehalt 16,85 €. Okay, wenn wir neu verhandeln. Komm her. 16,85 € hast du gehabt. Komm, 3 Euro mehr. Na gut. So. Damit kannst du leben, ja? Mann. 3 Euro mehr die Stunde. Da kann er gerade mal von leben. Junge, Junge. Müsste man dich glatt dafür 10 Stunden länger arbeiten lassen. Oh ja. Nigel, habe ich auch noch was vergeben. Ja, in Sachen. Ja. Ich glaube, ich muss da jemanden einstellen. Monja, wie viel hast du? 10,21 €. Na komm, du kriegst ein bisschen mehr. Naja, 10,21 €. Was hältst du von 5 Euro mehr die Stunde? Das ist gut, ja. Da meine ich auch, dass das gut ist. So, seid ihr mehr zufrieden? Wie sieht es hier nochmal aus? Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Kann ich denn hier machen? Soll ich sie weniger arbeiten lassen? Nee, nicht weniger arbeiten lassen. Machen wir nicht. Schauen wir jetzt Mittwochabend. Ja. Statistik lohnt sich noch gar nicht drauf zu gucken. Ja, was habe ich gesagt? Wir wollen den Laden erstmal leer machen, wa? Wir haben noch einiges auf Lager. Soll erstmal alles verkauft werden, damit wir ein bisschen Kohle haben. Na komm. Gehen wir noch mal einen Tag los. Ein bisschen Geld scheffeln. So, der Liefer Kalimann kommt heute nicht. Kalimann ist nicht da. Kommt nicht. Oh, da gehen wir an der Alp. Achso, ich muss erst gucken, ob Ralf kommt. Achso, meine 2 sind auf dem Weg zur Arbeit. Gut. Dann werde ich mal ein bisschen Marketing betreiben. Bits und Bytes, jawohl. Ah, Aggression im Verkauf. Komm. Beitrag erstellen. Ja. Mein Aschenbecher steht nicht auf dem Tisch, aber ich habe hier einen stehen. Ich mach mal dessen gedient. So. Ralf. Kann ich zuweisen, was er machen soll?
Ronja auch. Ja, bleiben aber noch da. Und jetzt muss ich mal jemand einstellen. Statistiken und Infos. Vertrag anzeigen. Also, weil ich beschäftigt bin, geht das jetzt nicht. Und die Musik sogar ändern. Ansicht, welche Ansichten? Option. Benutze Gegenstand. Ja. So, sind wir bald fertig. Ah, Personalraum sieht wirklich nicht schön aus, ne? Hey, can you help me? Vielleicht soll man ein bisschen ausschmücken. Naja, kann ich das überhaupt? Wenn ich im Dienst bin, glaube ich nicht. Innenraum gestalten? Ich glaube, das geht gar nicht. Was haben wir hier? Oh, sieht auch gut. Geht sogar. Gut. Sehr gut. Die Bände. Alles im Blau, ne? Ja, nicht im Blau. Nur mal eine andere Farbe. Was ist denn das? Das Grüne ist, ne? So. Grün. Hey. Boah, gefällt mir schon ganz gut so. So rustikal. Hey, have a minute. Rustikal. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ausbauen werden. Weiß ich im Moment nicht. Muss ein bisschen alles wieder abbauen. Okay, dann mache ich den einen noch dran. Hey. Na komm, machen wir einfach. So. Also, ich muss hier raus aus dem Modus. Was haben wir denn noch da? Nix. Gut. Soll ja alles raus hier. Lagermäßig. Immer noch 120 Sachen. 120 Klamotten. Versuchen wir mal aufzufüllen, was aufzufüllen geht. Mal wieder was Schwachstellen. Schuhe. Noch rein damit. Hey. So. Auffüllen wieder. Gut. Hier. Jetzt haben wir bald keine Schuhe mehr. Ah, da beschwert sich einer. Oh. An der Kasse ist wieder niemand. Ja, kommen Sie ran. Kommen Sie rein. Ah, Ralf ist wieder da. Schluss. Aus. Arbeit ruft. Mehr von noch was? Ja. Und den Hosen haben wir auch nichts mehr. Hey, ja, got a second. Haben wir nicht mehr. Mach mal so. Hosen. Wollen wir den die meisten haben? Und ran damit. Und hier noch. Ja, dann haben wir noch. Jetzt haben wir schon einiges wieder weg, ne? Lager. Jawohl. 227. Artikel haben wir noch.
Okay. Hey, a little help. Was haben wir noch an Oberbekleidung? Hey, got a second. So, viel haben wir da nicht mehr. Ronja ist in Arbeit. Hier ist sie auch nicht zum Aufhängen. Hey, can you help me? Ah, was ist los? Die letzten Kunden. Ronja geht nach Hause. Sie ist einfach nach Hause gegangen. Die Arbeitsbedingungen sind so schlecht. Ja, ich bitte euch. Bitte euch. Hey, got a second? Ist das denn wahr? Wie Ralf auch? Ralf auch? Beide weg. Ist ja. Leute, ich hab gerade erst mal eine Lohnerhöhung bekommen. Oder solltet ihr Samstag und Sonntag zu Hause bleiben? Dann frisst mich aber der Kredit auf. Aus gleich Feierabend, Leute. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich mir neue Artikel beschaffen oder was. Ah, der guckt nach Schuhe. Feierabend, heute geschlossen. Ja. Ich denke, das war's. Können wir die Kasse schließen und gehen nach Hause. Das war's für heute. Tja. So Leute, ich danke euch allen fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sehen wir weiter, was wir vielleicht ein wenig ändern können, um unseren Profit noch zu steigern. Und vor allen Dingen Mitarbeiter einstellen. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr zwei einfach abbauen, ja, dann muss man doppelt so viele Mitarbeiter haben. Schauen wir beim nächsten Mal wieder rein, wie es da weitergeht. Okay, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin und tschüss.